So, hallihallo, liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Let's Play von meiner Seite aus, beziehungsweise nicht ein Minecraft-Let's Play, mehr oder weniger ein Tutorial. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr eine XP-Farm bauen könnt, ohne auch nur eine einzige Waffe zu benutzen und mit One-Hit die ganzen Monster ohne Probleme besiegen könnt und so en masse Erfahrungspunkte sammeln könnt. Und zwar demonstriere ich es jetzt erstmal, bevor ich da weiter drauf eingehe. So. Zack. Und schon sind wir Stufe 7 von Stufe 5. Ich habe jetzt nicht allzu lange gewartet. Normalerweise könnten hier wesentlich mehr Monster spawnen, sage ich mal, beziehungsweise herunterfallen. Und zwar möchte ich jetzt mal auf diese Farm eingehen. Wie ihr seht, es ging wirklich schnell. Man muss nichts machen, es ist ein geschlossener Kreislauf. Ich muss nur warten. Hier müssten gleich schon wieder Mobs hochkommen. Ja, hier ist schon wieder das nächste. Gehen wir erstmal runter. Und zwar die größte Voraussetzung natürlich, damit Mobs regelmäßig spawnen, ist ein Mob-Spawner, wie ihr ihn hier seht. Ich habe jetzt überall Glas drin gebaut, damit ihr auch wirklich alles möglichst gut sehen könnt. Wenn ihr einen Mob-Spawner habt, dieser sollte möglichst weit oben an der Oberfläche sein. Ich kann euch später auch noch in die Beschreibung ein Seed posten, dass ihr genau diese Welt habt wie ich. Und zwar, ja, habt ihr diesen Mob-Spawner, baut drumherum alles möglichst zu, damit nur hier Mobs spawnen können. Also darf drumherum keine Lücke irgendwo sein, schon gar nicht über zwei Felder, weil die da sonst auch regelmäßig spawnen. Dann baut ihr einen leichten Gang über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Setzt genau an den Mob-Spawner Wasser, dass es einmal so herunterfließt. Jetzt macht ihr hier einen 2-Block breiten Gang nach oben. Und zwar immer abwechselnd in Zickzack-Kurs setzt ihr erstmal Schilder. Wenn ihr dies getan habt, setzt ihr in die Zwischenräume Wasser, so wie ihr es hier seht. Ich gehe jetzt nochmal hoch, hier sieht man es nochmal ein wenig besser. Hier sieht man dann, dass überall noch Wasser zwischen ist. Denn der Trick des Ganzen ist, dass die ganzen Mobs durchgängig hüpfen, sage ich mal. Sobald Mobs im Wasser sind, wollen sie raus und hüpfen dann die ganze Zeit. Dadurch, dass sie hüpfen, werden sie hier automatisch nach oben getrieben. Also es ist praktisch so, als würden die Mobs die Leertaste gedrückt halten. Dadurch steigen sie das Wasser nach oben, werden hier bis ganz nach oben hochtransportiert, gehen hier lang, fallen herunter, verlieren nicht alle Leben. Sie haben noch ein oder zwei übrig. Dann könnt ihr runtergehen. Mit, ja, keiner Waffe. Ihr braucht einfach nur einen Block. Könnt ihr dann töten. Meistens sind es 2, 3 Hits, die ihr dann benötigt oder so. Und jetzt gleich müssten die Erfahrungspunkte automatisch zu euch kommen. Wenn euch das nicht schnell genug ist, einmal so. Zack. Und jetzt sind wir auch schon wieder fast Stufe 8. Also es geht wirklich extrem schnell. Und das ist, sage ich mal, auch das Geile an diesem an dieser Farm, dadurch, dass das ein geschlossener Kreislauf ist und sobald der Spawn nicht zu weit weg ist oder nicht zu weit unter der Erde ist, ist, solange ihr hier an der Oberfläche seid oder hier Monster tötet, werden immer wieder neue gespawnt. Der Spawn ist hier direkt drunter. Hier landen die Mobs. Und um nun jetzt weiter auf die Konstruktion einzugehen, weil die Blockanzahl wirklich wichtig ist, mache ich hier kurz einen kleinen Cut, gehe in den Creative Mod, also in den Creative Modus, und werde euch dann den Rest erklären. Bis gleich. So, ich befinde mich nun im Creative Modus. Und zwar das Wichtige, also wirklich Wichtige des Ganzen ist, auch wenn man es hier jetzt nicht so gut sieht, ihr müsst vom Boden aus, von hier aus, also auf der Höhe des Mob-Spawns, 25 Felder nach oben bauen. Also 25 Blöcke nach oben. Bap. Dann seid ihr genau auf dieser Höhe. Hier oben endet der letzte Wasserblock. Der setzt sich auch von alleine hier nach links noch nicht fort. Erst wenn wir hier oben rechts noch einen Wasserblock hinsetzen, beziehungsweise mit einem Eimer Wasser,
dann verbinden die sich, laufen hier lang. Hier ist auch wieder das Wichtige, dass das Ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke lang geht. Dann geht ihr einen Block weiter runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke weitergeht. Genau hier hört das Wasser auf. Und das ist das Wichtige. Würden wir ein Feld weniger benutzen, würde hier dieser Wasserlauf runtergehen. Die Gegner würden nicht runterfallen, sondern würden mit dem Wasser runtergehen. Also das heißt, sie kriegen keinen Schaden. Und ein Feld mehr, sie würden höchstwahrscheinlich stehen bleiben oder irgendwann runterfallen. Also möglichst genau an die Grenze müssten jetzt genau 15 Felder sein. Und das Wichtige ist auch, dass hier dieser Knick drin ist. Hier sind anfangs 3 Felder nach oben. Weil sie, ja, jetzt kommen sie gerade nicht hoch, weil ich in der Luft bin. Und ab da an sind es nur noch 2 Felder, damit sie am weitesten fortgehen. Weil sonst, wenn es 3 Felder sind, können sie nochmal ein kleines Stück hüpfen. Und das zieht alles nur unnötig in die Länge und braucht ein ganzes Stück länger. So, ich möchte euch das jetzt alles einmal an einem Mob demonstrieren. Mal gucken, wann es hier gespawnt wird. Komm, put, 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 put. Put, put, hier ist er. So, hier sind anfangs auch noch 3x... 3 Felder nach oben anstatt 2, war oft Mobs häufig auf dem Spawner selber spawnen. Hier sieht man, wie der Mob sich selbst hochtransportiert. Es geht auch alles relativ schnell. Nun, da durch die Strömung wird er hier vorangetrieben. Und fällt herunter. Hier ist das Wichtige, dass der Abstieg sich im Bereich zwischen 22 und 23 Blöcke abwärts befindet. Dadurch bekommen die Mobs Fallschaden, was kein Bug oder sonst irgendetwas ist, und haben höchstens 1 oder 2 Leben noch übrig. Geht hier hin, bitte zu 2-3 Mal. So, kommen. Und sammelt die Erfahrungspunkte ein. So, der Witz des Ganzen ist, wie gesagt, ihr braucht keine Waffe oder sonst irgendetwas. Ihr könnt sie einfach so schlagen. Natürlich lasst ihr hier in der Mitte eine Lücke, damit ihr sie schlagen könnt, ohne dass die an euch herankommen. Bei Skeletons macht ihr so, dass ihr an deren Füße herankommt und sie euch somit nicht abschießen können. Und bei Spinnen ist es relativ egal, beziehungsweise da muss man aufpassen, dass sie hier nicht irgendwie rausklettern, deswegen möglichst nicht mit einem Spinnenspawner machen. So, wie ihr seht, wir sind jetzt mittlerweile schon Stufe 8, es geht wirklich extrem fix. Man kann extrem lange warten, dass da dann, was weiß ich, 20, 30 Mobs drin sind, die tötet man, dann ist man auf einem Schlag Stufe 20, kann dann schön zum Enchantment Table gehen, kann sich einen schönen Skill raussuchen, also was heißt ein Skill, eine schöne Verbesserung. Verbessert seine Waffe oder seine Rüstung, geht wieder hin, wartet ein bisschen, tötet die nächsten Mobs und so ist es ein wunderschöner Kreislauf, wie ihr ohne Probleme, ohne Schwert und auch jemals ohne Schaden zu bekommen, Erfahrungspunkte sammeln könnt. Und halt der Clou des Ganzen ist natürlich die Schilder. Die Schilder sind, wie man sehen kann, von der Textur her kein ganzer Block, werden aber vom Spiel als ganzen Block wahrgenommen. Trotzdem kann man halt an denen ganz nah dran vorbeigehen. Und dadurch, dass sie als ganzer Block von oben und unten wahrgenommen werden, können darauf die Eimer Wasser positioniert werden, wie man hier richtig schön erkennen kann. Und solange dies nicht behoben wird seitens Mojang, wird diese Farm immer möglich sein. Da ist kein Bug ist oder sonst irgendetwas. Ihr transportiert die Mobs ja nur so hoch und lasst sie letztendlich runterfallen. Und Fallschaden ist ja kein Bug oder irgendetwas anderes. Das ist ja was ganz Natürliches, was wir selber natürlich auch bekommen. Und ja, von daher ist es einfach eine sehr, sehr geile Sache. Es ist zeitaufwendig. Aber so für zwischendurch ist es eigentlich schon eine verdammt geile Konstruktion. Das Einzige, was man ein bisschen rumspinnt, sind ja die Erfahrungspunkte. Da kann man denn ja einmal das Glas kaputt machen oder so. Oder man wartet einfach ein wenig. Nun sind wir schon Stufe 9. Und das war's eigentlich im Groben und Ganzen. Wenn natürlich jetzt Mobspawner komplett unter der Erde sind, müsst ihr das Konstrukt rein theoretisch auch komplett unter der Erde bauen. Ich habe es auch schon so gemacht, dass ich zum Beispiel
unter der Erde, 24 Blöcke unter der Erde, ein Spawner gefunden habe, habe dann, was weiß ich, 20, 30 Blöcke hochgebaut und dann an der Oberfläche dieses ganze Konstrukt gebaut, dann ist das Problem, dass ihr zu weit vom Spawner weg seid. Das heißt, es wären Monster nicht gespawnt, wenn ihr nicht unten beim Spawner seid oder dort in der Nähe seid. Und das ist dann mal ein bisschen ätzend. Da muss man mal runtergehen, warten. Nach einer Zeit verschwinden hier denn die Monster auch wieder, weil man einfach zu weit weg ist. Und das ist immer ziemlich nervig. Und so ist es perfekt. Ihr könnt hier rumstehen. Ihr seht, es kommen jetzt mittlerweile 2 Mobs. Also immer relativ viele. Hier müssten jetzt eigentlich auch schon wieder 2, 3, 4 Stück sein. Ja, 2. Die anderen 2 kommen. Also ist es wirklich verdammt geil und einfach eine super geniale Farm. Ich habe diese Farm nicht erfunden. Ich habe sie auch mir nicht ausgedacht, bevor dann irgendwelche Leute sagen, die ist doch gar nicht von hier. Ich habe die durch Zufall bei YouTube gefunden, aber von einem englischen User, der das ganze Tutorial auf Englisch gemacht hat und ein bisschen anders demonstriert hat. In seinem Video sieht man, wie er da einfach mal 1 Million Skelette hat, die alle die ganze Zeit totschlägt und dann nach 5 Minuten Erfahrungspunkte Einsammlung dann glaube ich Stufe 83 oder 85 ist oder so. Das ist schon richtig krass. Ich glaube, in der 1.0er Version geht das nicht mehr. So viele Mobs spawnen nicht, wenn die alle so auf einem Haufen sind. Da ist, glaube ich, mittlerweile irgendwo eine Grenze, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, es ist alles mehr als verständlich, wie es gebaut wird, wie es funktioniert, dass es kein Bug ist, kein Cheat ist oder sonst irgendetwas. Es ist einfach nur eine richtig geniale Idee und solange das alles hier mit den Schildern und dem Wasser noch funktioniert, wird diese Farm auch immer funktionieren. Und somit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Abend. Noch einen schönen Abend, meine ich. Also, schönen Abend noch, euer Hahn.